Schönen guten Morgen, die zweite. Ich bin zurück auf dem Gelände zum Prüfungsteil 2. Jetzt habe ich gerade schon nach dem Weg gefragt und wir müssen rüber zur Werbe- und Einstellungsstelle und dann geht's weiter. So, und was muss ich heute machen? Alles startet mit einem Referat. Das geht so um die 8 Minuten und danach geht's zu einer mündlichen Prüfung. Und da wurde mir gesagt, es ist wichtig, wie das äußere Erscheinungsbild ist. Deswegen heute für mich im Hemd. Moin Runa, herzlich willkommen zum zweiten Prüfungsteil. Danke. Komm gerne mit, ich begleite dich einmal in den Aufenthaltsraum. Alles klar. Ja, hier kannst du gleich gerne einmal Platz nehmen und wenn die Prüfung startet, würde ich dich abholen. Alles klar. Und dann geht es auch mit dem Referat los. Ne? Danke. Bis später. So Runa, jetzt bist du dran. Ich würde dich jetzt einmal abholen zur Referatsvorbereitung. Leute, drück mir die Daumen, dass ich ein gutes Thema ziehe. Das sind unsere Referatsthemen. Wir haben 3 Themenbereiche und du darfst jetzt aus jedem Bereich erstmal einen Umschlag ziehen. Alles klar. Genau, dann hast du Zeit, dir die Info durchzulesen und musst dich dann letztlich für ein Thema entscheiden. Ich habe mein Thema gezogen. Tempolimit 130, Pro und Contra. Sehr gut, ich bin zufrieden. Darüber kann man ganz entspannt 7 Sachminuten reden. So, das hier ist unser Vorbereitungsraum. Du siehst, dir steht hier eine Flipchart zur Verfügung, Zettel und Stift, alles was du beschreibst, kannst du auch mit in die Prüfung nehmen. Und du hast sogar hier einen Rechner zur Verfügung, das heißt auch, du kannst im Internet ein bisschen recherchieren. Ja, und dann hast du eine halbe Stunde Vorbereitungszeit und du wirst von der Prüfungskommission abgeholt. Alles klar. Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg und dann bis später. Danke. So Leute, ich bin jetzt so gut wie fertig, Vorbereitung abgeschlossen. Auf meinem Zettel habe ich die Notizen, Flipchart ist so gut wie fertig. Ich denke, dann ist meine Zeit auch gleich abgelaufen, dann geht's los. Moin, danke. Soll losgehen? Nehmen Sie bitte Ihre Aufzeichnung mit von der Flipchart und dann gehen wir in den Prüfungsraum. Herr Dampfe, bevor wir mit der eigentlichen Prüfung beginnen, möchte ich Ihnen erstmal vorstellen, wer Sie heute überhaupt prüfen wird. Das ist einmal an meiner linken Seite Frau Kranzin. Hallo. Frau Kranzin wird Ihnen Fragen aus dem Bereich der Allgemeinbildung stellen. Dann habe ich an meiner rechten Seite Herr Frahm. Herr Frahm wird Sie über den Polizeiberuf befragen, Wissen, Vorstellung von dem Beruf, aber auch Ihre Berufsmotivation wird hinterfragt. Mein Name ist Susanne Damlos, ich habe heute hier den Vorsitz und leite so ein bisschen durch die Prüfung. Ich bin Rune Damke, 27 Jahre alt, komme aus der schönen Landeshauptstadt Kiel. Ja, heute bin ich hier und sonst in meiner Freizeit spiele ich Handball. Ja, Herr Damke, vielen Dank bis hierher. Dann können wir mit der eigentlichen Prüfung beginnen und dafür übergebe ich an Frau Kranzin. Bitte schön. Genau, Herr Damke. Wer ist denn in Schleswig-Holstein unser Ministerpräsident? Ja, unser Ministerpräsident, das ist natürlich Daniel Günther. Ach, hallo, Herr Günther. Hola, Mensch. Was ist das denn? Rune Damke hier, mein Idol vom THW. Ich hoffe, du wusstest, wer Ministerpräsident in Schleswig-Holstein ist. Zurück zum Thema. Wie informieren Sie sich über das aktuelle Tagesgeschehen? Deshalb rufe ich ja keine weiteren Fragen mehr. Prima, dann haben Sie das Einzelgespräch schon überstanden, geht dann doch meist schneller als man denkt. Jetzt steht noch das Referat an. Sie haben dafür circa 7 bis 8 Minuten Zeit, Ihr Referat zu halten. Hinter Ihnen ist eine Uhr, da können Sie sich orientieren. Sie dürfen auch selbst entscheiden, wie Sie sich wohler fühlen, sitzend oder stehend, das bleibt Ihnen selbst überlassen. Bitte schön, wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann können Sie beginnen. Danke. Einleitung, Hauptteil und Fazit. Beginne jetzt erstmal mit dem Status Quo und dann arbeiten wir uns vor bis zum Ende. Ja, und das war's dann. So Leute, ich bin durch. War gar nicht so schlimm wie gedacht. Die halbe Stunde ist auch wie im Flug vergangen und jetzt warte ich ab, was daraus wird.
Herr Dahl, wir kommen zum Budget, es geht weiter. Leute, drückt mir die Daumen. Ja, Herr Dahmke, dann sollen Sie von uns jetzt auch Ihr Ergebnis für den heutigen Tag bekommen. Und ich freue mich, dass ich Ihnen mitteilen kann, dass Sie uns heute in allen Bereichen hier überzeugt haben. Das hat uns sehr gut gefallen. Wir können uns das mit Ihnen wirklich hervorragend vorstellen. Und wenn Sie keine silbernen Löffel klauen und sich in der Freizeit beim Handball nicht verletzen, dann können Sie im August bei uns Ihr Studium beginnen. Herzlichen Glückwunsch. Herr Wunder, das ist ja super gelaufen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Jetzt geht's noch zum Arzt und ich zeig dir einmal, wo es hingeht. Alles klar. Ja? Dann los. Freunde, alles gut bisher? Jetzt letzte Hürde, Medizincheck. Da müsst ihr aber draußen bleiben, weil dann gibt es zu viel nackte Haut. So, Herr Dahmke, bei Ihnen ist alles soweit in Ordnung. Ärztlicherseits sind Sie polizeidiensttauglich. Herzlichen Dank. Glückwunsch. Dankeschön. Schöne Heimreise. Danke. Gerne. Tschüss. Tschüss. So, das war auf jeden Fall eine spannende Zeit. Wie es aussieht, ist das Fazit, dass ich zum Polizisten geeignet bin. Vielleicht zu einer anderen Zeit. Jetzt seid ihr dran, bewerbt euch. Alles Gute.